Job sah er ihn schon über sich gebeugt, hat schon in den tiefen schwarzen Schlund geäugt. Er war immer still, hat sich nie gewehrt, wenn Opa seinen Darminhalt in ihn entleert. Es kam fest, manchmal flüssig, die Konsistenz ist doch egal. Opas Stuhl breitet sich aus, für Peter gibt's Kot oral. Wenn der alte Schlund sich öffnet, wird es Peter Angst und Bang. Dampfend warm und manchmal körnig ist Opis Stuhlgang. Jetzt dauert es, bis das Loch sich schließt, vorher noch ne Sprühschiffsfontäne, die in Peters Rachen schießt. Nimmt ein Beil oder eine Säge und rennet durch die Masse. Schon spritzt das Blut und Eingeweide, Metzger sein ist klasse. Ein kleiner Junge stürzt vor dir zu Boden, er zieht nur eine Säge, die zertrennt ihm seine Hoden. Laufende Kette zertrennt ihm wie Butter seine Eingeweide kleben. Jetzt an seiner Mutter, sie hört die Säge, im Eingang des Windes, ihr Blut vermischt sich mit dem ihres Kindes. Der Vater will Rache, du spürst seine Schläge. Sekunden später liebkost er die Säge. Sein zerfetzter Körper, ein abgetrennter Arm. Aus ihm heraus fällt sein prall gefüllter Darm. Die Säge ist am Schneiden und so zerreißen seine Därme gefüllt. Er kann noch mal scheißen. Er kann noch einmal scheißen. Noch einmal scheißen. Locken, der Riechgas ist voller Bettelgeschmeid, die Fette in blutgierig saugen. Sie liegen nach Blut, sie drängt es in die erste Reihe, es giert sie nach Blut und Eingeweiden. Es trägt sie nach Blut. Die Fetteln. Wahrlich groß ihre Verbundenheit, sie nährt sich mit Blut und Gedärmen. Und er bringt sie zum Durchdrehen, während sie sich in Eingeweiden wärmen. Sie verarbeiten gemeinsam die Beute, das Fleisch und die Innereien. Tragen Kleider aus Menschenhäuten. Sie brauchen Kraftstoff, um zu sägen. Sie werden die Kadaver ihrer Beute in Einzelteile zerlegen. Sie laben sich an den gesäten Kadavern. Das Schwert hat sie gründlich zerrissen. Und dann wickeln sie und baden im Blut ein gustatorischer Leckerbissen.